Na? Wie ihr seht, hat sich ja schon ein bisschen was getan. Wenn ihr euch noch an letzte Woche, an neulich erinnern könnt, da hat das hier noch ganz anders ausgesehen. Komm, ich nehme euch mit. Ihr seht schon die Leuchtkraft von dieser Fassade. Nicht mehr alles so betonmäßig. Das strahlt schon ein bisschen Freude aus. Aber auch das ist noch nicht ganz fertig. Wir schaffen bis zur letzten Minute. Wenn ihr kommt, kehren wir wahrscheinlich noch hinten. So soll mal der ganze Bereich hier aussehen. Das ist Marmor. In Wirklichkeit ist er gar nicht da. Aber dank unseres Künstlers Benz, der kann Airbrush Design, ja, der kriegt sowas hin. Das sieht irgendwann mal richtig gut aus hier. Hier sind auch schon die ersten Bistro-Sachen gekommen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, ist das hier der Bereich, wo ihr mal essen sollt. Hier sollen noch neue Türen rein. Ich hoffe, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Aber ich bin bester Dinge. Kommt einfach mal mit rein. Auf den ersten Blick erstmal chaotisch, aber wenn ihr genau hinschaut, die Wände sind verputzt, es sind vernünftige Farben drauf, die Elektrik funktioniert wieder, es ist alles ein bisschen reduziert, es sieht nicht mehr so industriell aus. Ein bisschen was erinnert noch daran, aber wir wollten den alten Charme auch ein bisschen beibehalten, damit man immer weiß, was das hier mal gewesen ist. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen lauter, es wird gearbeitet, natürlich immer noch. Netzwerk wird installiert. Das Licht wird getauscht. Hier finden auch schon die ersten Dekoarbeiten statt. Das hat doch gleich ein ganz anderes Flair als einfach nur ein stinknormales Rohr. Ja, auch hier überall Netzwerkdosen. Überall, wo diese lilanen Kabel aus der Wand gucken, kann man später mal seinen Computer anschließen und sich mit Neudeutschland vernetzen. Hier entsteht auch schon der erste Messestand. Ich bin schon jetzt gespannt, was da für Exponate ausgestellt werden. Nicht mehr lange, dann werden wir es wissen. Hier haben wir die Fenster ausgetauscht, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Hier ist es jetzt wesentlich heller als früher. Da ist der Panoramablick, wie versprochen. 3 Meter pures Licht. Alles frisch verputzt, alles gemalt. Sieht aus wie aus einem Guss. Ja, dann kommt mal mit. Wenn ich noch erinnern könnt, hier war mal ein ganz hässlicher Boden, krumm und schief. Da ging es hoch und runter. Jetzt haben wir hier eine schöne, ebene, gerade Fläche. Es ist zwar noch keine Farbe drauf, aber er ist wieder schön gerade und homogen. Hier ist der sogenannte Bistro-Bereich. Ja, noch ein paar Tage und dann geht's los, dann wird alles aufgestellt. Und so hat es früher mal ausgesehen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Genau so, bis auf die Fenster, die sind jetzt mittlerweile auch schon hier ausgetauscht. Auf der Messe könnt ihr euch noch viel mehr Bilder angucken, wie es hier wirklich mal ausgesehen hat früher. Ich zeige euch mal das Bad. Da gibt es mittlerweile auch schon viele Fortschritte. Mal gucken, ob Platz ist auf der Baustelle. Hier bekommt man schon leichten Eindruck, wie es mal aussehen wird. So, wollen wir die Männer nicht lange im Weg stehen, muss noch viel geschafft werden. Hier ein bisschen grün, auch das alles neu. Aber es wird wohl bis zur Messe nicht mehr erblühen, also da könnt ihr euch schon aufs nächste Jahr freuen. Hier finden auch noch große Bewegungen statt. Auch hier geht es eigentlich nur um Licht, 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 möglichst große Fensterflächen. Wenn ihr mal einen Vergleich sehen wollt, also das Fenster ist viel, viel größer als ich. Es gibt super viel Licht. Ich muss an dieser Stelle auch mal Danke sagen für all die helfenden Hände da draußen. Es waren wirklich sehr viele Leute hier, die uns unterstützt haben. Es war manchmal ein bisschen chaotisch, aber wie ihr seht, ist einiges geschafft worden. Wir haben es hingekriegt. Da hinten könnt ihr gerade einen Besucher sehen. Der hat heute seine Staplereinweisung gekriegt. Seine erste Erfahrung auf dem Stapler. Hier kann sich jeder frei austoben. Jeder bekommt hier Möglichkeiten, was Neues zu lernen, was zu erfahren. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden, weil ich muss auch noch ein bisschen was arbeiten mit viel Feingefühl. Hasta luego, wir sehen uns auf der Messe.